So, Freunde, Pumping Erdschein hier. Wir gehen heute 6 Rückenübungen durch. Weil die Nachfragen so groß waren bei den Schulterübungen, dass wir auch Rücken heute auch durchgehen. Und nächstes Mal gehen wir die Beine auch durch. Und viele Mädels fragen, ob die Übungen, die ich beim Schulter zum Beispiel gezeigt habe, auch von denen praktiziert werden kann. Sage ich ja, 100% sogar. Wir trainieren mit der Sophia fast alle Übungen gleich. Nur wenn ihr bei einer Übung nicht so gute Gespür habt und für euch zu schwer findet, könnt ihr gerne ausweichen. Aber ansonsten, wer gut aussehen will, wer stabile, starke Muskeln haben will, natürlich nicht enorm Masse. Masse kommt mit Essen, Freunde. Also da braucht ihr keine Angst haben. Training könnt ihr die härtesten Übungen hernehmen. Das macht euch nicht anders, wie ihr selber aussehen wollt. Wir gehen als erste Übung Kreuzheben durch. Ich sage hier nochmal, Kreuzheben wird von vielen Menschen überbewertet. Es gibt sehr viele Menschen, die reinrennen und 5 Stunden lang Kreuzheben machen. Freunde, es gibt verschiedene Winkel, wo man den Muskel viel besser reizen kann. Immer mit gleichen Winkel zu arbeiten, immer mit Kreuzheben anzufangen oder auch mit Kreuzheben sein Rückentraining zu beenden, finde ich persönlich nicht sinngemäß. Es gibt 2-3 Versionen von Kreuzheben. Man kann die für hintere Beine machen. Das ist eher gestreckte Knie. Das kann man mit Kreuzheben nicht vergleichen. Aber trotzdem helfen sehr viele, um mehr Gewicht zu schaffen, auch mit Beinen. Ich mache ein bisschen andere. Schauen wir mal zu. Immer Hüftbreite nehmen, Freunde. Also nicht sehr breit, aber auch nicht sehr eng. Das sieht komisch aus, dass euer Arme gerade ist. Das reicht euch aus. Das ist meistens Hüftbreite, so, die Stange nehmen, rausgehen. Wichtigster Punkt bei Kreuzheben ist, dass die Stange Beine entlang runtergeführt wird. Also berührt eure Beine und auch Schienbein. Zack. Und wieder hoch. 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 Je näher ihr die Stange Beine entlang führt, desto besser seid ihr geschützt, dass ihr euch nicht verletzt. Sehr wichtig ist auch natürlich Hohlkreuz, also kein Buckel, sondern Hohlkreuz für Mädels, für wie für Jungs. Und wichtig ist auch bei Kreuzheben, ich erwähne alle Details, dass man wirklich nicht mehr falsch machen kann. Indem ihr die Stange runterlässt, Freunde, Schulterplatten aufmachen und Latissimus dehnen. Indem ihr wieder Nullpunkt aufsteht, also diese Position, die Schulterplatten leicht nach hinten drücken und die Tiefe des Rückens bearbeiten. Das war Kreuzheben, erste Übung. Wir gehen zum zweiten Übung für Rücken. Was ich auch sehr effektiv finde, manchmal einarmig zu arbeiten, um noch isolierter den Muskel zu bearbeiten. Das heißt, Rudern, Kurzhantel, vorgebeugt. Ihr könnt euch an einen Kurzhantelständer abstützen oder ihr nehmt gleich ein Bank her. Nimm mal leichtes Gewicht. Geh her. Wichtig ist hier auch Hohlkreuz, Freunde. Stützt euch mit euren Arm, den ihr nicht benutzt, ab. Und mit dem anderen Arm könnt ihr Körper entlang hochziehen und wieder runterlassen. Indem ich runterlasse, mache ich wieder Schulterplatte auf, um Latissimus zu bearbeiten. Und indem ich hochziehe, drücke ich die Schulterplatten zusammen, um Rückentiefe zu bearbeiten. Es gibt aber auch noch eine andere Variante, was wir letzte Zeit praktizieren. Um den Radius zu vergrößern, schieben wir die Hantel absichtlich vor und ziehen zum Hüfte. Da ist die Dehnungsradius viel größer, wie wenn man direkt hochzieht. So ist ein direkter Reiz und so hat man fast von oberen
Delta-Muskel bis unteren Latissimus-Muskel eine Reise. Das war zweite Übung für Rücken. Man kann Teerhanteln machen oder man kann bei Langhanteln machen. Die Ruderübungen bleiben eigentlich immer gleich. Hier rudern wir breit. Wir stellen uns bequem erstmal hin. Ohne das zu halten, muss ich hier minutenlang stehen können. Also stabiler Stand ist sehr, sehr wichtig bei dem Übung. Dann nehme ich die ungefähr Schulterbreite, gehe ein bisschen höher, mein Hohlkreuz steht und auch hier muss ich federn können. Das heißt, ich muss meinen Latissimus dehnen können. Also nicht festgefroren fixieren und so machen und nur die hintere Schulter bearbeiten, sondern indem man runtergeht, Schulterplatten aufmachen und indem man hochgeht, die wieder zumachen. Das ist bei Rückentraining sehr wichtig, Freunde, wenn ihr breit und Tiefe des Rückens bearbeiten wollt. Also das heißt, zack, zack. Was hier falsch wäre, während ich das Gewicht hochnehme, gehe ich mit Oberkörper auch hoch. Ungefähr so. Dann treffe ich meinen Rücken nicht. Man muss ab gewisser Ding stehen bleiben, zack. Und das Gewicht muss sich bewegen. Das könnt ihr genauso mit Langhanteln machen, müsst nicht so eine Maschine im Studio haben. Das war Übung Nummer 3. Klassiker, eigentlich darf diese Übung in vielen Rückentraining nicht fehlen. Rudern, sitzen mit engem Griff. Auch hier Mitte des Rückens zu bearbeiten, indem man zu sich zieht und Breite des Rückens zu bearbeiten, indem man wieder vorgeht. Wir machen ja die Übung ein bisschen anders als Theoretiker oder Ausbilder empfehlen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn man die Übung richtig schwer macht, dass dann Ablauf sowieso so wird, wie wir auch machen. Das heißt, erstmal hinsetzen, Knie leicht gebeugt, dann nehmen wir die Stange in die Hand. Das ist Nullpunkt, Freunde. Nicht das ist Nullpunkt, sondern das. Also fangen wir so an. Ziehen zum Bauch, drücken dabei Brustkorb raus. Damit haben wir automatisch einen geraden Rücken. Und dann gehen wir wieder vor. Zack. 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 Das ist alles schön dehnen. Da müsst ihr nicht zwischensetzen, wie manche machen, 3 Stunden lang euch dehnen. Das bringt euch nichts, wenn ihr das mit Gewicht machen könnt. Das war Übung Nummer 4. Okay, wir sind beim breiten Ziehübungen, Freunde. Das können wir zum Brustziehen, zum Nackenziehen oder Klimmzüge machen. Klimmzüge mache ich persönlich unterm Jahr nicht, weil ich nicht so viele schaffe. Klimmzüge ist auch eine Übungssache. Wenn man jedes Mal daran arbeitet, mehr zu schaffen, dann schafft man auch irgendwann mehr. Aber wenn man 100, 115 Kilo wiegt und krampfhaft Klimmzüge versucht, und Abfall Schulter hernimmt und nur kurze Bewegungen macht und sagt, der hat, dass man eine Übung gemacht hat, das wäre falsch. Lieber gehe ich dann Kabelzug und mache korrekte Abläufe, nehme wieder, nicht ganz so breit, somit verkürze ich den Winkel. So ist der Winkel viel größer, also kann ich viel größere Bewegungen haben, als von hier zu halten. Eng wäre auch fatal, dann könnte ich die Breite des Latissimus nicht bearbeiten. Ich setze mich bequem hin. Eigentlich ist da keine Bewegung mehr nötig. Man kann hier fixieren, nur die Arme bewegen sich 100%. Zack. Und raus. Zack. Wie überall, Freunde, läuft es gleich ab bei Rücken. Indem man runterzieht, sind die Schulterplatten zusammengepresst. Indem man hoch geht, sind die geöffnet. Es geht immer wieder um beim Rückentraining, um Tiefe des Rückens und Breite des Latissimus. Das war Übung Nummer 5, wollte ich schon 6 zeigen. Wir haben noch eins, ich zeige euch noch eine Übung, dann war es das auch für Rücken. Die 6. Übung hat mir ein Mitglied Tipp gegeben, welche ich zeigen soll. Überzüge, hat er recht, Überzüge können wir mit Kabel, mit der Stange, sogar mit Kurzhantel machen. Überzüge ist auch für Latissimus und Rücken sehr, sehr wichtig. Ich würde Überzüge nie als Zwischenübung einsetzen.
entweder am Anfang, um richtig aufwärmen zu können und um alles auseinanderzureißen, oder sogar am Schluss, wenn ihr 3, 4, 5 Übungen gemacht habt, um alles nochmal zu dehnen, eine ideale Übung. Dafür nehmt ihr den Seil, kann kurz sein, lang sein, hier auch, wie wenn man Ski laufen würde, sich bequem hinstellen. Auch wenn ich hier nicht halte, muss ich stabil stehen können, Freunde. Also nicht euer Gewicht hier festhalten. Dann zieht ihr bis zum Knie. Wichtig ist hier, dass der Winkel von Ellbogen nicht mehr verkürzt wird. Das heißt, Freunde, wie ich den Seil hier halte, bringe ich ihn auch runter. Schau mal, schaut mal her. Genau. Nur so könnt ihr sehen, also das heißt, wenn ich Seil hier halte und Winkel hier verkürze, dann arbeite ich mit meinen Armen. Ich möchte nicht mit meinen Armen arbeiten, sondern mit meinem Latissimus. Ja? So wie ihr hier hält, dieser Winkel meine ich, bleibt gleich. Also wenn ich Winkel verkürzen würde, würde ich nicht zum Knie gehen können, sondern zum Hüfte und das wäre falsch. Zack. 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 Und zack. Okay, das war für Rücken Nummer 6. Ich hoffe, euch gefallen die Übungen. Probiert es nach. Ich würde sogar die Reihenfolge mal auch probieren. Das ist eine gute Kombination gewesen, was ich jetzt gemacht habe, was ich selber immer wieder einbaue. Was sehr wichtig ist, Freunde, wenn ihr Kreuzheben nicht macht, dass ihr immer eine Übung für den Rückenstrecker macht, damit ihr stabilen Rücken habt für alle anderen Übungen. Rückenstrecker, wie es geht, zeige ich euch auch eine Übung. Dann könnt ihr auch das einbauen. Es sind eigentlich 7 Übungen, aber die eine ist nur für untere Rücken. Dieses Gerät gibt es in jedem Studio, ist für untere Rücken, gibt es in verschiedenen Versionen. Einfachste ist, hier geht es da rein. Füße festklammern, keine Angst mehr haben, runterlassen. Und bis ihr wieder gerade seid und der untere Rücken, der Rückenstrecker sich anspannt, wieder hoch. Also nicht übermäßig hoch gehen, sondern zack, zack. Ich finde, sehr wichtige Muskel, den wir immer wieder stärken müssen, damit wir bei Rückentraining, Beintraining eine stabile Rücken haben. Das war Rückenübungen, das waren Rückenübungen, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn euch gefällt, Daumen hoch. Es gibt sogar Menschen, die diese Übungen kritisieren, aber die müssen wir tolerieren. Ich lache nur drüber. Ich will nur Informationen rausgeben, dass die Menschen, die keine Informationen bekommen, durch unsere Videos ein super optimales Trainingssystem bekommen. Was gibt es Besseres, wenn jemand an euch denkt, Freunde? Ich finde, es gibt nichts Besseres, wenn jemand mir Tipps geben würde, um noch besser auszusehen. Euer Pumping Archer. Daumen hoch. Ihr könnt mir übrigens auf Instagram, Facebook und Snapchat auch folgen. Da gibt es auch jeden Tag wertvolle Informationen über Ernährung, über Motivation und über Training. Euer Pumping Archer. Bye.